Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Borderlands 2, Part 112 von Mio94. Im letzten Part haben wir Angel getötet, Roland wurde, nicht Roland, doch Roland wurde getötet und Spoiler für die, die es noch nicht gesehen haben. Und Handsome Jack hat Lilith entführt. Mit einem Halsband, was macht, dass sie gegen uns ist. So. Und ich muss mal ganz kurz YouTube loben, denn die haben es eingeführt, zumindest fällt es mir jetzt gerade auf, dass neue Inhalte zum Herunterladen. Irgendwie nicht. Gut. Dass da beim Upload jetzt steht, wie lange es noch dauert, bis der Part oben ist. Und bei Deus Ex sagt er mir gerade 60 Minuten, das heißt, ja, so viel werde ich wohl aufnehmen. Und dann werde ich Minecraft spielen. Einfach nur, weil ich das sorg. So, aber vorerst eine Runde nach Michael gucken. Kennt man ja jetzt so langsam, ne? So, dann Bobby. Jetzt bin ich schon wieder von Minecraft gewohnt, dass ich mein Inventar auf B öffne. Ja, stimmt, das Ding wollte ich ja wieder verkaufen. Ich bin verpflichtet, dir Weil zu ich sagen, dass verarscht ich wurde, kein weil es richtiger nämlich nur Arzt bin. Nahkampfdinger sind. Jedem Nahkampfschaden und das Schild ist einfach mal fucking klein. Sei So. vorsichtig da draußen. Und ja. Für die, die wissen wollen, was ich genau bei Minecraft spiele, ich zocke das Modpack Feed the Beast. Und zwar auf einem Server von Marco. Und ja, auf dem Server spielen ist nicht ganz so lustig, wenn man Ping von 900 hat. Oder 600. 600 ist es. So. Engel und Narren, Teil 2. Roland ist tot. Lang lebe Roland. Roland, Scheißdreck. Der Wunsch eines Engels. Das Achievement freigeschaltet. Mission Engel und Narren abgeschlossen. Ja, wer hätte's gedacht? Kammerjäger, du bist alles, was wir noch haben. Jack hat Das ist Roland meine getötet. Gestik. Er hat Bloodwing getötet. Aber Lilith wird er nicht töten. Jack wird noch etwas Zeit brauchen, den Kammerschlüssel aufzuladen. Hör mal Du auf mit musst deinen komischen herausfinden, Gestiken. wo dieser Krieger WTF? begraben ist. Sind voll unpassend. Es gibt nur einen Ort auf Pandora, wo du diese Info findest. Die Hyperion Infostockade. Da musst du hin. Vor allem, was ist mit dem Kopf los, Mann? Das sieht aus, als hätte er Ich sich brauche fast das deine Genick Hilfe. beim Reden gebrochen. Beziehungsweise Voll bei von Gestiken. Pandora. Okay. Meine Tochter ist tot. Ermordet von dem Kammerjäger. Daher habe ich mich entschlossen, sein Kopfgeld zu streichen. Wenn jemand diesen Kindermörder tötet, bevor ich die Chance dazu habe, werde ich denjenigen finden. Und er wird es bereuen, mich meiner Rache beraubt zu haben. Ja, hey, ein paar Gegner weniger, würde ich sagen, ne? Es gibt was zu erledigen. Rolands Freunde müssen wissen, was mit ihm passiert ist. Die Leute in Sanctuary wissen nicht, dass Roland tot ist. Ohne ihn wären die meisten von ihnen nicht mehr am Leben. Vielleicht solltest du es ihnen sagen. Hört sich auch noch relativ fröhlich an, muss ich sagen. Naja, nur noch mit Brick. Eine Mission, falls du Bock hast. Es wird Zeit, diese Sawtooth-Banditen von der Karte zu putzen. Ich will den Sawtooth-Bastarden nicht nur ihre Bomben nehmen, Slab. Ich will ihnen ihren Stolz nehmen. Hisse unsere Slab-Flaggen über ihren Camps in Sawtooth Cauldron, um Mortars Männer zu zeigen, wer die wahren Badasses sind. Okay, aber vorher machen wir doch die Mission hier in Sanctuary, weil die ist einfach in Sanctuary. Und Hey, das ist... Slab! Nee, jetzt nicht. Das ist Komm einfach schon, das, endlich eine was ich mir Waffe! vorgenommen habe, sobald ich in einer Stadt bin, wo es was zu machen gibt, mache ich das. Wobei ich möchte jetzt so langsam mal fertig werden mit dem Spiel. Muss ich echt sagen, also 10-mal durchspielen werde ich es nicht. Warum gucke ich hier? So, dann wollen wir mal Zed Bescheid sagen. Schade, dass Ich sie nicht wurde Michael ist. angeschossen! Ich brauche Roland ist tot. Hilfe! Gott, ich erinnere mich an unsere erste Begegnung. Ich heilte ihn, nachdem er einige von Nine Toes Männern getötet hatte. Er schien nett zu sein, ruhig, aber... Ach, Mist. Tut mir leid, das hat er nicht verdient. Ich glaube, das hat Hey, niemand so wirklich ich verdient. habe einen total legalen, grundseriösen Job für dich. Okay, Zed braucht Körperteile, will aber nicht sagen wozu. Das Ganze wird ihm ganz bestimmt später nicht auf den Kopf fallen. Weißt du, was an dir super ist? Du stellst keine Fragen. Wenn du mir ein paar Kreaturenkörperteile besorgen könntest, ohne mich zu löchern, wieso? Das wäre spitze.
Nö. Erst wenn ich in dem Gebiet bin. Aber auch dann eher selten, würde ich sagen. Nur wenn es auf dem Weg ist. Und nur wenn es nicht so lange dauert. So, er ist auch nicht da. Hallo. Ich sag dir, Mann. Ich werde nie vergessen, wie Roland und die anderen über Pisswash Gully gesprungen sind. Das waren noch Zeiten. Shit, Mann. Jetzt bin ich echt traurig. Fühlt sich so traurig sein an? Du bringst die Drecksau von Jack um. Hörst du? Ja, gerne. Wenn du mir dafür auch noch eine Mission gibst, wäre das natürlich noch geiler. Dann bring ich ihn gleich doppelt um, wenn du möchtest. So, jetzt noch mit Moxi und Marcus reden und dann haben wir sie alle. Und am liebsten auch noch mit Michael, ne? Aber das weiß man ja jetzt schon seit, keine Ahnung, wie vielen Parts, seitdem ich das rausgefunden habe. Jack hat Roland getötet? Verdammt! Er hat mir mit Mr. Schenk geholfen und sich im Gegensatz zu fast jedem anderen Kerl in der Gegend immer wie ein Gentleman benommen. Mir fehlen die Worte. Verdammt! Sind das etwa Tränen? Verschmiert das Make-up wirklich? Oder war das? War das an der... Ey! Nee, ich glaube, das an der Seite war schon. Das wäre lustig gewesen. Also, das wäre gut gewesen, sage ich so. Realistisch, sagen wir es so. Wenn das Make-up jetzt auch noch verschmiert wäre. So. Und... Okay, ich... Naja. Soll er halt sich mit der Leiche begnügen. Wir müssen jetzt noch kurz zu Marcus und dann... Ja, der gibt uns dann auch nochmal eine Mission, weil wir ja noch nicht genug haben, ne? Wird schon. So, hi. Roland? Tot? Oh. Wir waren nicht auf deiner Meinung. Es gefiel ihm nicht, dass ich Waffen an die Banditen verkaufe. Aber ohne ihn wäre ich in New Haven draufgegangen. Er war ein guter Mann. Ich bitte dir eine Gelegenheit. Und schon ist er wieder gut drauf. Mit dem Schicksal ist es schon eine komische Sache. Vor ein paar Wochen habe ich einem Idioten namens Kai Geld gewechselt und ihm einen Zehner statt einem Einer gegeben. Du musst ihn finden und mir die neuen Piepen zurückholen, oh, die Gott. Er mir schuldet. Er hat in ein Echo-Gerät gebrabbelt, als er reinkam. Vielleicht kannst du ihn anhand seiner Sendesignale aufspüren. Das ist aber nix hier, ne? Nee. Ist auch woanders. So, und jetzt müssen wir noch mit Tennis und Brick reden. Und dann haben wir's. Aber warum müssen wir jetzt mit den beiden reden? Nein, machen wir das einfach mal. Und Gott, dann sind schon 8 Minuten rum. Jo, 52 Minuten dauert der Upload noch und die Uhr sagt auch 8 Minuten. So, Tennis. Ohne Roland wäre ich heute nicht mehr am Leben. Ich bin unangenehm überrascht festzustellen, dass ich Trauer über seinen Tod empfinde. Was? Du doch nicht. Willst mich verarschen? Und diese Dreckskiste ist immer noch nicht da. Beziehungsweise die ist immer noch da, aber nicht holbar. Mordecai hat mir berichtet, was mit Roland passiert ist. Hier ist der Plan. Wir beerdigen Roland. Wir retten den Planeten. Und wir töten Jack. Seine Verbündeten, seine Freunde, seine Familie, alle denen er je begegnet ist. Wir häuten sie mit ihren eigenen verdammten Zähnen. Was? Okay. Dann sind wir aber auch nicht besser. Unsere Wege trennten sich vor einigen Jahren. Aber wir waren Freunde. Und niemand tut meinen Freunden ungestraft was an. Was machen wir jetzt? Sorry, dass ich dir diese Scheiße auflade. Aber einer muss das ihnen sagen. Danke. Freut mich, dass du das sagst. Wenn's dich tröstet. Jack hat meinen Hund viel langsamer getötet als Bloodwing. Okay, freut mich, dass du das sagst. Wir können unten zu der Kiste. Freut mich eher wenig. Oh, warte. Okay, gibt nichts mehr. Oh, endlich. Dreckskiste. Fuck you. Oh, gib. Weh, da ist Scheiße drin. Und darauf habe ich jetzt so lange gewartet. Ehrlich.
Ihr seid ja echt bescheuert, oder? Obwohl Rolands Freunde seinen Tod betrauern. Was? Betrauern? Okay. Eint sie doch ein sehnlicher Wunsch, dass du dass du bittersüße Rache üben wirst. Lass nicht zu, dass alles umsonst war, amigo. Finde Jack. Töte Jack. Mach ich gerne. So, und das war's schon hier mit den Missionen. Jetzt können wir hier runterspringen. Oh, wie leer das Quartier jetzt auf einmal wieder ist. So. Und jetzt... ja, das ist sogar richtig. Blut, Schweiß und jede Menge Ärger. Und hier Runde 2 könnten wir eigentlich auch mal irgendwann machen. Aber machen wir nicht. Ha. So, begib dich nach Iridium Blight. Mom hatte recht. Mit was? Keine Ahnung, interessiert mich nicht. Warte, was ist denn der Hawk für ein Kopf? Das würde ich gerne mal wissen. Wollen. Nee. Nee. So, und nach da oben. Nach The Dust. Und nein, wir machen jetzt nicht die Mission, die hier sind. Einfach nur, weil ich es kann. Und weil ich, wie gesagt, durchkommen möchte. Vielleicht machen wir die dann später, aber es ist nicht wirklich wahrscheinlich, denke ich mal. Vor allem, weil dann, glaube ich, schon direkt der nächste Playthrough anfängt. So. Wie geht denn hier nochmal? F? Jo, F war Boost. Kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Ach, nervige Technik-Viecher. So, wo lang geht's denn? Hier hoch? Nee. Na, hier um die Ecke. Waren wir hier schon? Jo, aber hier sind wir nicht weitergegangen dann. Soweit ich weiß. Nee, sind wir hier echt mal lang gefahren? Das kann sein. Okay, weiter. Oh, es sieht aber nach Iridium aus. Wer hätte es gedacht? Okay, hier gibt es auch ordentlich Missionen. Hier gibt es eine Stadt, wie es aussieht. Und jetzt sind wir in Iridium Blight. Und jetzt sollen wir... Willkommen in Iridium Blight. Bevor Hyperion kam, war das hier... Naja, auch schon ein Drecksloch. Aber früher war es nicht ganz so schlimm. Was ist denn das für ein Schnee? Ist ja mir eklig. Oh, ist das eine Jack-Statue? Auf dem Klo? Ne, auf irgendwas anderem. Aber hier unten gibt es eine Mission. Von der Jack-Statue? Verarschen? Achso, das ist ein schwarzes Brett, okay. Ach du Scheiße. Gestern Abend war Marcus besoffen und entwickelte versehentlich ein Gewissen. Tja, gestern Abend hatte ich einen in der Krone und musste an meine vielen unzufriedenen Kunden denken. Und da habe ich ein paar Rückerstattungschecks rausgeschickt. Weiß nicht, was mich geritten hat. Du musst mir die Schecks aus den Briefkästen zurückholen, bevor sie mit der Autopost rausgehen. Und beeil dich, jede Minute zählt. Nee, will ich nicht. So, Handsome Jack möchte, dass du mal nach seiner Oma siehst. Das hört sich überhaupt nicht oberfaul an. Okay, hör zu. Ich brauche deine Hilfe. Ja, ich weiß, was du jetzt denkst. Ah, das ist eine Falle, hör gar nicht hin. Aber es geht um meine Oma. Ich habe ihr draußen in Iridium Blight ein Häuschen gebaut. Und du müsstest mal nach ihr sehen. Bitte schau nach, ob alles in Ordnung ist. Nicht mir zuliebe, ihr zuliebe. Tu es ihr zuliebe. Bitte. Ich glaube, das mache ich sogar. Handsome Jack möchte dir ein Angebot machen. Ich werde dich dafür bezahlen, dass du dich umbringst. Ich habe schon den perfekten Ort für dich ausgesucht. Du willst nicht? Das ist okay. Rufst du die Hyperion Selbstmordpräventionshotline an, kriegst du gar nichts. Willst du aber eine saftige Belohnung kassieren, spring von dieser Klippe und unterwirf dich mir. Hä? Lass dir Zeit. Oh, warte. Aber ich respawn dann doch, oder? Hoffe ich doch mal. Also, das wäre dumm, wenn dann das Spiel aufhören würde. Map. Ach, irgendwo ganz hinten. Achso, da müssen wir noch in ein anderes. Aber gut, dann wissen wir ja schon mal, was wir im nächsten Part machen. Einmal das hier
Und danach gucken wir uns das mal an. Also, wir sehen uns dann. Ciao.